Well, Dennis, wir brauchen Bike. Ja, wir Was müssen. machen wir? Ich würde sagen, wir öffnen einfach 100, 100 Stunde Stunde der der Wächter-Booster, Wächter-Booster. weil uns geht der Bike aus. Weil die fliegen halt rum hier, ne? Wir müssen jetzt irgendwie, wir brauchen irgendwelche dummen. Wir müssen irgendwas Dummes sagen. Wir brauchen irgendwelche dummen Sätze. Was ist dir, das ist dir letzte Nacht passiert? Die Regdonarion GX Fuller zum Anfang. Das ist doch nice. Das ist Premium doch Bike. nice. Premium Bike. Ja Ich gut, komme mit Morbi-Tess. Toll. 5 Cent Karten. Wobei tatsächlich, jetzt muss man Fun Fact, der Code hier ist mehr wert als das, was wir hier ziehen. Ein Fan Fact oder ein Fun Fact? Fun Fact. Ein Ein Fun Fan Fact. FFF. FFF. Naja, jedenfalls, wie gesagt, hallo und herzlich willkommen zu diesem 100er Opening Bei Dariums bei Pokémon. Dariums.com. Kauft unseren Merch. Trade your bulk. Nee, jetzt mal im Ernst. Für die Leute, die sich fragen, warum Dariums Weil Playmat? wir blöd sind. Weil wir doof sind und weil wir einfach auch, ich sag mal, durch Darium dazu überhaupt gekommen sind, Es Openings ist zu machen. eine Inspiration. Hatte ich Richtig. irgendwie wirklich so ein bisschen, ne? Ja, allein die Inspiration, Booster in Massen aufzumachen. Kann man das so sagen? Ja, kann man. Ah, Choreobel. Was ist denn hier noch drin? Walband. Walband kannst du rausholen. Das ist auch wieder ein bisschen was Ist wert. momentan noch ein Euro wert, aber Euro ist Immerhin. Euro. Ein Euro ist ein Euro. Ja, wie gesagt, so ein bisschen die Inspiration. Unser Vorbild. Natürlich nicht so creepy Vorbild. Also, ja, keine Ahnung. Wasserpflaster ist ja auch nicht so gut. Ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. Schieb mal hier ein bisschen die Booster rüber, dass die. Das hier, wer ist das? Das war Dan, ne? Das ist Dan. Das Dan, ja. Dan, ja, schon lange nicht mehr dabei. Malt jetzt irgendwelche Karten an. Was macht er? Der malt Karten für Magic. Magic, glaube ich, ne? Card Designer bei Wizards of the Coast. Das ist halt auch geil, Card Designer irgendwo zu sein. Das wär ein Träumchen. Ich weiß nicht, damals, dass Darium so hochgekommen ist. Ich muss New sagen. Sardin GX, das hängt super an. Oh. Wir wollten Bike. Wir haben danach gebeten und es hat geklappt. Weißt du, damals, als Darium so hochgekommen ist, muss ich sagen, dass ich ihn am Anfang gar nicht so gerne geguckt habe. Aber irgendwie habe ich mir dann wieder einige Videos angeguckt, weil du bist nicht dran vorbeigekommen, wenn du Pokémon Stuff geguckt hast. Ne? Irgendwann habe ich es geliebt, habe ich gefeiert. Ja, allein die Tatsache, so viele Booster aufmachen zu können. Ich würde auch alles dafür geben, mal 1000 Booster aufzumachen. Die Oh Frage ist ja. immer nur so, lohnt sich das? Oder, jetzt, nein, wieder falscher Ausdruck. Ist das sinnvoll? Man muss aufpassen, dass man politisch korrekt bleibt hier und niemandem ins Bein pinkelt. Elisabeth. Nun ja. Und ja, wir denken, vielleicht wird es auch sowas mal bei uns auf dem Kanal Also ein geben. Tausender Opening, das wäre schon Goal. Mein Tausender Opening bei uns einfach nur so, weil wir es können. Oh, Und. Großteller. Ich dachte, ein Fahler. Ja, das ist so, weißt du, die Tension ist am Racen und dann. Toxapex, GX. Ja, das wäre geil. Hätte ich wirklich Bock mal drauf. Wäre halt übelst teuer, aber scheiß drauf. Scheiß drauf. Du hast ja damals dieses. Wie viele waren das zu SM1? Hatte doch. Darium, Ja, 6000 Booster. 6000 Booster, Alter. Das ist halt schon krass. Ich glaube, danach ging es auch wieder bergab. Oh nein, Wolverock, das ist gut, Sind weil auch gut spielbare das ist Wolverocks. gut spielbare Also die wollen wir rausholen. Die Wolverock Wolverocks, wir wollen Phalas rausholen, auch wenn Phalas eigentlich nichts mehr wert sind durch die Box. Aber ist einfach nur so ein Yes. honorable Kleiner moment. Fun Fact, beziehungsweise für die Statistiker unter euch. Die Booster kommen aus drei Displays. Das heißt, es sind jetzt wieder mal einfach nur Drei drei Stück normale Displays. Displays, ja. Ganz casual, das heißt Polaroid-mäßig. Hoffen wir mal, dass wir das normal rausziehen, dass die Displays ganz okay sind und Felinara. Felinara auch eine gute Stimmt, Karte. stimmt, stimmt. Hat er damals die unsere Premieren-Regionals gewonnen. Ich würde mal sagen, die guten Hits, die legen wir mal an die Seite Was ist und das denn? Bulk GXs, die kommen dann auf die Seite. Dann könnt ihr euch auch mal ein Bild machen, wie was wo ist, wenn ihr was zieht. Feldgebläse Feldgebläse ist nice. Stimmt. Was wollte ich noch sagen? Was auch mal geil wäre,
Einfach mal nach Amerika. Also, wenn es irgendwann mal nach Amerika geht, wir müssen unbedingt einen Abstecher bei Darren's machen. Nach Ohio. Nach Ohio. Das wäre geil. Man wird ihn zwar wahrscheinlich nicht antreffen, weil Darren mit seinem Schlafrhythmus ist sowieso was für ein Schlafrhythmus. Aber es wäre cool. Einfach mal zu Darien's und prima Renegix. Stimmt, die ganzen Starter sind ja jetzt hier drin. Was geil ist, weil Starter gehen immer mal ein bisschen. Also ein Starter in Rainbow Rare ist eigentlich... Yeah. Das habe ich total vergessen, dass die in dem Set sind. Was wir noch in dem Set sehen wollen, ist natürlich die Secret Rare DCE, Leute. Bevor wir die vergessen. Die wollen wir unbedingt auch noch. Eigentlich hat das Set gar nicht so schlechte Karten. Wasserpflaster ist, wie gesagt, eigentlich okay. Spezialhammer ist auch so eine Karte, die kannst du immer mal gut spielen. Die ist halt leider nichts wert. Ich mach jetzt einfach. Ich bin schneller. Ibims. Ibims, der schnellere. Akotz Broccoli. Sarzenia und... Ja gut, das war dann die Retro-Kutsche. Master auf Sarzenia. Und ich denke, wir haben hier eine Full Art. Und es ist ein Kaburiki. Sehr schön. Die ist auch gar nicht so weit. Wahlband und Feldgebläse. Nice. Das ist wieder so ein Set für Trainer rauszuholen. Ups, aber die Booster sehen irgendwie so total komisch aus. Oh, Baby. Ich weiß nicht, kennt ihr überhaupt Darien's oder Okola? Laut der Statistik sind wir mit den Full Arts durch, ne? No, stimmt. Oh, shit. Wir haben halt die Booster wieder durchgeschaffelt. Weil es ein bisschen crazy ist. Und weißt du, was wir auch machen müssen? Wir brauchen auch so eine Playmat. Mit Cut Buddies. Wir brauchen auch so eine Cut Buddies Playmat. Da steht dann halt nicht Limited Edition so und so von 280, sondern höchstens 2,8. Also du willst sozusagen zwei Playmats und ein Achtel rausbringen. Ja, genau. So eine Achtel Playmat. Nee, ich fand das... Ihr könnt ja mal gerne in den Kommentar schreiben, würdet ihr euch sowas kaufen? Hättet ihr auf sowas Bock? Oder als Giveaway hatten wir auch mal eine Idee gehabt. Oh, Donarion. Hatten wir auch mal als Idee gehabt. Ich finde es ganz cool eigentlich. Wäre mal ganz chillig, so als Special vielleicht. Leute, die designen können, am PC designen können, können sich gerne bei uns mal melden. Genau. Weil so Kontakte knüpfen ist, glaube ich, immer gut. Ihr kriegt von uns Bike. Das ist ein guter Deal, finde ich. Oder? Ja. Ja. So. Sklavenlohn, aber zahlen wir gern. Nee, ohne Scheiß, also wenn wirklich da Tektas jemand Hollow unter euch sein sollte, der so ein bisschen zeigt oder sowas, meldet euch wirklich einfach gerne. Wäre auf jeden Fall eigentlich ganz, ganz nice. Upsala, das Zeug wollten wir eigentlich nicht. Sonnenkreispodium und nix. Mäh, mäh, mäh. Und ich denke, aus diesem Booster haben wir auch nix. Oh, das ist immerhin holt das so den. Hebt das den Bike vom Codepreis wieder so ein bisschen auf jeden Fall hoch. Die Ponytox kannst du auch auslegen. Ist gar nicht so wert, echt. Ist die auch noch was wert? Ja, die geht so 1,50, kriegt man echt? Die auch weg, ja. Holy shit. Holy Macaroni. Und. Reverse Wasserpflaster ist okay. Jo, das kann man noch auslegen. Mhm. Die Regulars nicht. Generell Trainer Dingsbums. Und. Was ist es? Was ist es? Was ist dein Tipp? Ich sag, warte mal, nicht sagen. Wolverock. Ich wollte nicht noch Mancrab nennen. Not bad. Kannst du nächstes Mal Fala sagen? Komm, Fala. Ich wollte Fala nicht sagen, weil das jetzt so offensichtlich war. Jeder immer Fala sagt, oh, jetzt sieht Fala, aber dann ist kein Fala. Und? Ja, ich sehe Fala und dann ist kein Fala. Ja, ist doch so mal. Ja, meistens. Ne? Jetzt nochmal hier, guck mal. Alter, Malo, Alter. So wie Darien. Yeah. Alter, Malo, Alter. Oder wie er das so schön sagt. Ich finde diesen amerikanischen Slang. Das hat mich bei Darien am Anfang super abgefuckt, dieser Slang, in dem er geredet hat. Aber mittlerweile finde ich ihn halt einfach sowas von genial. Und wir ziehen. Tortunator. Rainbow Rare. Sehr schön. This is a nice pull. Yes, it is very good. Yes, yes. Wir müssten auch mal ein bisschen mehr Scheiße labern in unseren Openings. Oder? Ja, sind wir doch gerade auf dem besten Weg zum Scheiße labern. Scheiße labern. Weißt du was? Frack the booster pack. Letztens. Noch ein Wasserpflaster. Absol-Grüße gehen an Stefan raus. Ich wollte mit meiner Freundin, haben wir Raps gemacht. Und... Was haben dann zu Hause denn gesessen und haben so überlegt, ja, Chicken Nuggets wären jetzt eigentlich geil. Dann sind wir in Edeka gegangen. Ich war noch nie in so einem großen Edeka.
Und wir haben keine Croutons gefunden. Ich habe in diesem scheiß Edeka keine... Oh, Double Razor. Keine Croutons gefunden. Weißt du, was das für eine Enttäuschung war? Warum macht man die sich nicht selbst? Ja, weil es schon... Ich weiß nicht. Es war 9:30. Das ist halt auch so geil. Da, wo ich jetzt studiere, haben die Sachen immerhin bis 10 Uhr auf. Das ist zwar nicht so geil wie bei dir, wo du dann einfach mal noch um 11:30 kann ich noch in Kaufland fahren kannst und sagst, oh, ich hätte gerne dies und jenes, dann zwar nicht Frischticket. Aber auf, dafür bin ich viel zu faul, um 11:30 noch irgendwo hinzufahren. Naja, das haben wir schon einmal gemacht, ne? Ja, notgedrungen, weil du genörgelt hast, aber... Hey. Ja, ich finde das schon geil, wenn die Geschäfte so ein bisschen weiter aufhören. Das, was man echt mal machen müsste. Gut für andere, aber nicht gut für die Verkäufer eigentlich. Weil die sitzen dann da ewig drin und... Filinara! Damit habe ich jetzt gerade nicht mehr gerechnet. Filinara war tatsächlich auch die Rainbow, die ich damals, als ich noch die Sets gesammelt habe, nie hatte aus dem Set. Ich hatte SM2 komplett bis auf Filinara Rainbow. Da war ich zu geizig, die 50 Euro zu latzen. Oh ja, das glaube ich. Sehr schön. Das ist nice. Und eine Rettungsfrage ist sogar noch. Oh yeah. Maho. So, und die nächste Random Story. Ich habe letztens beim McDonald's einen McChicken Classic. Du warst bei McDonald's? Passend, ja. Ich habe den passend bezahlt. Ich hatte ihm 1,99 in die Hand gedrückt, weil ich so viel Kleingeld in meinem... Oh. No. Okay. Ich hatte so viel Kleingeld bei mir im Auto und im Geldbeutel, dass ich gerade... Oh, mein Gott, yeah! Gott, sehr schön! Oh, nice. Oh, baby. Ein wunderschöner Anblick. Mhm. Tabulele! Tabulele! Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass wir jetzt noch ein Fahrrad ziehen. Okay, also doch, die Displays waren bis jetzt gut. Und wir haben noch einige Packs. Wir haben noch einige Packs, wo noch einiges am Bike rauskommen kann. ja. Nee, aber um die Story weiterzuführen, ich war bei McDonald's und habe McDrive gewartet. Das war halt irgendwie so, ich war mir nicht sicher, ob zu Hause was zu essen war. Dann habe ich gedacht, komm, fuck it. Gehe ich einfach mal dahin. Und ja, da hatte ich halt so viel Kleingeld noch und habe es passend bezahlt. Und der Kassierer war ein bisschen entsetzt. Weil du nur mit Roten bezahlt hast? Nee, das war 20 Cent Münzen und halt ein paar Roten. Aber müsste ich auch mal machen. Die sollen sich nicht so anstellen. Wozu gibt es das Kleingeld? Ja, eigentlich ist es geil. Ich hatte damals Kunden gehabt. Ich habe ja bei der Post gearbeitet. Das war ein Bäcker. Und mir gesagt, sie wollten... unbedingt eigentlich, also wenn sie Kleingeld gehabt hätten, oder wenn ich Kleingeld gehabt hätte, wäre es gut gewesen, wenn ich Kleingeld oder nur mit Kleingeld bezahlt hätte. Ach ja, professionell wie immer. Das war übrigens meine Mutter. Das passt jetzt exklusiv zum Cringe-Opening. Ich hätte jetzt eigentlich auch nicht, nicht weitermachen müssen, so professionell. Ich hätte jetzt mal Hallo sagen können. Ja. Soll ich mal versuchen, weiter zu reden? Egal. Frohe Weihnachten. Wir können auch ganz stumm die Katzen streicheln, weil bei ganz vielen Leuten auch einfach mal die Katzen durchsammeln. Haben wir Karl? Hier ist Karl. Karl the Fly. Aber wir sind professionell. Wir sind doch die Kart-Movies. Oh, ich würde mal sagen, so die nachträglichen 100er Openings kann man richtig trashig machen. Richtig überlassen. Welche Videos von uns sind gut? So, ja, nein, aber so gesagt, hast du was? Nee. Ich wollte so ein bisschen die Tension. Kompetenz und jetzt. Ich denke, wir haben die Buchse so durchgeschaffelt, dass hier nichts mehr Gutes kommt. Das ist schade. Das schon mal sie sealed lassen und verlosen. Und dann ist da alles drin. Oh! Naja, komm, im Grunde genommen die drei Rainbows. Ohne Witz, ich bin jetzt echt noch gespannt, ob hier noch irgendein Premium mit ist, weil ansonsten kommen nur noch normale. Wir haben noch keine Secret Rare Trainer mehr gezogen, schon ewig gefühlt. Wobei hier in dem Set jetzt auch nichts unbedingt Feldgebläse. So. Ist doch in dem Set drin. Also jetzt nicht in deinem Pack gerade? Nein, ich überlege gerade, ob Feldgebläse nicht im Dings war. Nee, das ist in diesem Set. Weißt du, da hatten wir doch mal. Feldgebläse. Das war doch eine der ersten Give It or Take It-Dinger. Das war die erste Aufnahmesession bei uns. Da hatten wir in der Psyana-Box ein Feldgebläse Secret Rare. Stimmt. Hm, so gut kann ich mich noch daran erinnern. Die Datenbank, die Cardbuddies Datenbank hat das gerade ausgespuckt. Gut, dass wir sie haben.
So, ein Lunala und Dennis. Unsere Openings sind gut. Tali Full Art. Also ich muss ehrlich sagen, zu dem Display, was wir beim 100, beim 100 Abo-Special, beim 1000 Abo-Special aufgemacht haben, sind das ja mal richtig geile Displays. Guck mal, wir haben jetzt schon. What are you doing? Ja, was? Du kannst ruhig weitererzählen, ne? Ja, okay. Oh, du hast einen Kartentrick gemacht. Schade, weil ich hätte jetzt einfach stinkeine genommen und eine zerrissen. Oh nein. Wir machen, ey, hier, bei uns werden keine Pokémon-Karten. Nein, werden sie auch nicht. Zerstört. Wir sind nicht auf so einem Niveau, dass wir Flip oder Rip It machen würden. Ich verschenke die Karten. Also, das ist wirklich, ja. Ah, komm, das ist hier. Ja auch die Intention, die wir damals hatten, oder die du damals hattest mit Give It or Take It. Andere Leute machen sie kaputt. Warum sollten wir sie dann nicht einfach verschenken? Und bis jetzt kam es ja immer noch gut an, ne? Also ist zwar jetzt kein Quotenschlager, aber not bad. Du hast einen größeren Stapel an Boostern übrigens gekriegt vorhin. Ich habe die doch ganz gut durchgeschaffelt. Cool, ne, 11 Uhr. Also das heißt ganz gut durchgeschaffelt. So gut durchgeschaffelt, dass wir am Anfang alles haben und dann einfach nicht mehr. Hm? Bruder, was los? Dressella. Dieses wunderschöne Dressella. Das ist, wenn man sich das jetzt wirklich mal so anguckt, das Artwork ist eigentlich ganz cool. Es gibt so viele schöne Artworks von irgendwelchen Karten. Ja, was scheiße sind, was los? Hast du schon geguckt, was ich drin predikte ist? Rayquaza. Oh, was los, Alter! Und guck mal, was die Uncommons waren. Oh, doch nicht. Georock, Sonnenkreis und anderen Kack. Alter! Ich bin ein richtiger Predictor. Das soll ich auch mal noch predikten. Komm, ich predikte das nächste Pack. Warte, stopp, Moment, warte kurz einen Moment. Ich predikte eine Karte mit einem schönen Artwork. Oh, guck mal schon. Wunderbar, nee, genug jetzt. Lass uns wieder überraschen. Und, oh, die Ponytoxin. Ja, wir überraschen uns doch auch immer. Nett. Stell dir mal vor, da kommt jetzt dann die krasseste Karte bei raus und wir haben einfach die Predict oder das nicht mit Kamera. Und dann halten wir das rein und dann glaubt uns das keiner. Dennis, hol mal die DC Secret Rare. Wir haben leider keine. Echt, hör mal, was ist das? Warte mal, das ist auf jeden Fall nicht Tali. Dann ist es. Es hat aber was, es könnte eine Rainbow Rare sein. Nee, die Rainbow Rares sind doch nicht gewählt. Nee, oder? Es ist ein Full Art. Maho. Es ist ein Maho. Oh! Schick. Eine Hubschick, leider. Dreh schick. Ja, doch, ich bin in Frankreich ein bisschen hängen geblieben. Es tut mir leid. Nein, tut es mir nicht. Oh, und noch ein Dressella. Also, komm, eins geht noch, dann haben wir ein Playset. Antwortet, wir haben da bestimmt überall. Kann man damit irgendwas machen? Nein. Und du kannst es als Grillanzünder benutzen. Aber wir haben ja gerade gesagt, bei uns werden keine Pokémon-Karten da haben. So, aber sehr schön. Also ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Und es ist ein Tortunato. Oh, und du hast auch wieder was. Kamufala-Gex. Yeah. Welches Artwork findest du eigentlich schöner? Das Fala? Ich muss tatsächlich sagen, das hier. Dapulele. Warum auch immer, aber ich finde das Lele viel schöner. Gut, wir haben noch ein Lele gezogen, Leute. Geil. Können wir noch ein Lele ziehen? Oh yeah. I guess yes. Also ich muss sagen, mir ist gerade nach Tanzen. Machen wir mal jetzt an. Geht nicht um Copyright Strike oder so ein Scheiß. Wir können ja mal singen. Weißt du, was wir mal machen? Karaoke-Abend. Nee, besser nicht. Besser nicht. Fiaro und ein Welser. Ja, also bis jetzt, wie gesagt, ich denke, man kann nicht sagen. Man kann sich nicht beschweren. Das ist so typisch deutsch. Man kann sich nicht beschweren. Ich finde nichts zu meckern. Field Blower. Field Blower? Die Ponydox? Feel it. Dennis. Feel it. Can you feel it? Nope. I can't. I'm sorry. Was machst denn du jetzt? Sind unten immer so mega gerippt, die Karten. Ich weiß auch nicht warum. Schalalala. Tja.
Und wir öffnen noch wieder ein Pack mit einem Umgrandiras. Kannst du gerade eigentlich mit dem Balk schmeißen. Die Karte, die habe ich total verdrängt. Wir wollten Balk, wir kriegen Balk. Wir brauchen noch eine Random Story. Es hätte aber auch schlimmer kommen können, ne? Wir hätten jetzt schon hier 3 Grandiras liegen haben können, aber bisher haben wir jede Karte nur einmal gezogen. Boah, was ist das bitte? Irgendwas Gescheites. Wir müssen was am Licht zeigen. Es ist ein Lele. Oh, Dabulele. Nice. Damit hätte sich die Frage auch beantwortet, ob wir noch eins ziehen können. Ja. Ich habe eine neue Frage. Können wir noch eins ziehen? Eine Regular bestimmt. Migma Holo. Regular halt bestimmt. Mal wieder eine Holo gezogen. Oh nee, die Falas sind so blurry. Falas müssen so ein bisschen in die Mitte of the night. Nein, wir sind hier bei Dariums. Da wird einfach alles so in die Ecke geknallt. Die ersten 3 Packs Stack Maintenance und dann ne? Und ein Quaxo. Auch noch nicht gezogen, glaube ich. Top Trunk. This is the rhythm of the night. Oh yeah. Och, ich denke mal, Premium hitmäßig ist doch bestimmt noch was drin. Ist immer was drin, ne? Stimmt, die ist ja auch noch in dem Set, die Karte. Auch gar nicht so bad eigentlich. Mein Gott, wie vierte Full Art ist das jetzt aus 3 Displays? Die 5? 6. LOL. Die 6. Alter, die Displays waren mega gut. Wir haben ja noch Packs, ne? Wie? Warte, das sind jetzt insgesamt. Haben wir nicht rausgelegt. Nee. Ich war gerade Brain AFK. Ich habe gerade gedacht, wir hätten schon 6 Full Art normale und regular. Ah, das ist gut. Das ist echt gut. Im Grunde genommen haben wir 7 Full Arts, weil man zählt ja die Trainer ja mit zu den Full Arts. Wir haben keine 8 Packs rausgelegt. Ja, das ich weiß. Ich glaube, jetzt nachträglich lohnt es nicht mehr, weil dann sehen die Leute. Wobei, wir können ja sagen. Oh, oder sollen wir es einfach aufmachen? Ja, komm, mach es einfach auf. Das ist einfach das nach den, Flammen. Stunde der Wächter, das interessiert keinen, wenn wir jetzt ein Opening mit 8 Packs machen. Nicht. Aber wir können doch. Aber man kann einen für ein Non-Tor ziehen. Aber wir können doch sowas machen wie. Leute, habt ihr den Fletcherhügel in Secret Rare auch schon gezogen? Nein. Das ist bestimmt eine wunderschöne Karte. Gibt's die? Ja. Da habe ich sie vergessen. Also Leute, das war jetzt ein Clickbait. Was machst denn du? Ich hab das Booster aufgemacht. Was denn? Okay. Ja, komm, wir machen es jetzt einfach auf. Das ist quasi ein 100er Opening. Wir geben uns einmal auf das Niveau von Stefan. Und machen einfach mal die 100er Openings zu 108 Boostern. Aber 100 sieht halt viel besser aus. Das wollte ich gerade Balk holen und Balk aufmachen. Wobei, das kann doch hier sowieso keiner nachkontrollieren, ob das hier 100 Booster waren oder nicht. Doch. Ich wette mit dir, nachher geht irgendjemand hin und zählt. So. Oh Gott. Wir müssen die Balken. Und ein Lustardin. Alter, was ist denn los mit den Displays? Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Das ist jetzt praktisch pro Display 2 Full Arts. 2 Regular Full Arts. Eine Full Art Trainer vielleicht noch. Also fast. Ja. Eine Rainbow Rare. Das eine, passt ja. Holy shit. Das heißt, vielleicht. Gut. Vielleicht haben wir hier noch eine raus. Also ich bin mehr als zufrieden bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch. Also ich hätte Schlimmeres erwartet. Mhm. Also dafür, dass wir Bike haben wollten, haben wir mehr als Bike gekriegt. Kann man sich eigentlich nicht so wirklich beschweren. So. Oh, wir haben schon wieder was. Es ist Vibrant Reverse. Unten. Stimmt, die Karte ist ja auch noch da. Ist jetzt zwar nicht mehr die Alola Vulnona GX, die man haben will, aber die andere ist ja nicht in diesem Set. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Karte, meiner Meinung nach. Und Dennis, komm, Baller raus. Eins am Stiel. Sehr schön. Ne, also ich bin. Warte. Noch zufrieden. Aber wenn jetzt noch was rauskommt, bin ich noch zufriedener. Ra. So. Insgesamt haben wir jetzt noch 4 Packs.
What? Okay, also das ist wirklich krass. Ich habe, glaube ich, echt die besten Displays hier rausgenommen. Man muss dazu sagen, die Displays sind die, die ich jetzt schon relativ lange da hatte. Wir hatten vorne in den Displays ja schon eins im Stream damals aufgemacht und das war nicht so wirklich gut. Aber die sind jetzt echt gut. Vor allem, ich habe mir extra die rausgesucht, die alle so ein bisschen damaged sind, damit die anderen in meiner Sammlung bleiben. War eine gute Entscheidung, glaube ich. Ich hole jetzt immer nur noch das, was hässlich ist. So, mein Guter. Du musst auch vielleicht... So, Entschuldigung. Nein, verkneif dir einfach deinen Kommentar dazu. Okay? Deswegen lache ich. Danke. Contenance. Wir sind hier bei Card Buddies. Wir sind professionell, okay? Also ein bisschen Ernsthaftigkeit, bitte. Ein Choreoge. Sein Long noch dazu, stimmt. Zum Abschluss. Oh, nice. Also, wir haben im Grunde genommen fast jede GX-Karte hier rausgezogen. Das 100er Opening war super. Also, mit eines der besten vielleicht sogar, die wir hatten. Wobei, also an das Dragon Majesty Opening kommt nichts ran. Nee, absolut nichts. So, wir haben insgesamt Holokarten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Holokarten. Also knapp 6 pro Display. Normal GX. So, Normal GX-Karten. Wir haben insgesamt, wir haben glaube ich nicht viel doppelt gezogen. Haben wir was doppelt gezogen? Nein. Ja, gar nichts doppelt gezogen, außer also Fala. Also wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 Regular also, GX-Karten gezogen. Also? Jeder einmal, nur Fala doppelt. Yes, wir haben insgesamt 3 Rambos gezogen. Das sind 11, also quasi fast vier Regular GX-Karten. 2 Full Arts pro Display. Die seht ihr, die brauche ich euch ja nicht nochmal zeigen. 1 Full Art Trainer, 1 Rainbow Rare. Das sind 9. Das sind insgesamt. Und das sind 11 zusammen, ja? Ja. Das sind 20, 23. 23 durch. Durch 3. Ja. Das ist richtig gut. Also die Displays waren eigentlich gar nicht so schlecht. Das jetzt sind mehr als 7 Hits pro Display. Oh yeah. Das ist top. Also wirklich richtig gut. Und dann kommen noch die Holos dazu. Also so viel Bike, wie wir eigentlich wollten, haben wir eigentlich gar nicht gekriegt. Ich glaube, wir müssen noch einen 100er unbedingt machen. Auf jeden Fall. Damit wir da irgendwie noch hinkommen. Wir haben zwar leider keiner DCE-Insignia gezogen, aber die kriegen wir auch irgendwann noch. Haben wir die schon onscreen gezogen? Nee, die haben wir auf dem Channel noch nicht. Nein. Das müssen wir noch machen. Müssen wir noch nachholen. Naja, Leute. Auf jeden Fall. Wir brauchen jetzt irgendeinen random... Random was? Random Ausstieg, weil wir sind ja heute Copy Buddies. Wir haben heute... Ja. Daryl macht einfach nur einen Cut, fertig.